Yo, Crypto Chris, im letzten TikTok ging es vor allem um die Exchange Bitcoin.de und Kraken.com und diese zwei Exchanges, vermutlich viele andere auch noch, die haben sich mit der Fido Bank zusammengetan und bieten über die Fido Bank den Expresshandel an und in diesem TikTok gibt es mehr Details genau darüber. Also anfänglich, wenn ihr euch bei einer Exchange anmeldet, dann könnt ihr euer E-Banking-Konto verbinden, aber das Problem ist, wenn ihr dann damit auf den Marktplatz geht, dann müsst ihr dem Käufer oder Verkäufer das Geld mit E-Banking zur Verfügung stellen und das dauert meistens 3 Tage, also das ist sehr langsam. Darum ist es meiner Meinung nach ratsam, wenn ihr über Exchanges Handel betreiben wollt, dass ihr euch so ein Konto holt. Ich habe zum Beispiel auch so ein Konto, das war früher kostenlos, jetzt kostet das mittlerweile 5 € im Monat. Müsst ihr bitte selber nachschauen, wie viel das kostet und ob sich da irgendwas verändert hat. Auf jeden Fall ist es nicht mehr kostenlos. Aber der große Vorteil ist, da eröffnen sich dann auch wieder mal neue Welten, weil mit diesem Bankkonto könnt ihr nämlich auf den Expresshandel zugreifen und dann verändert sich der Zeitraum von ein paar Tagen, wo ihr Transaktionen machen könnt, wo ihr Coins kaufen könnt, auf ein paar Sekunden, weil da müsst ihr Bankguthaben reservieren. Also erstens mal müsst ihr das Fido-Konto dann natürlich aufladen, dann müsst ihr Euros hinschicken, dann müsst ihr ein Bankguthaben reservieren auf der Exchange und dann kann man den Expresshandel starten. Und da ist dann innerhalb von 2 Mausklicks ist es dann möglich, dass man Bitcoin kauft und die auch sofort auf der Exchange hat. Also richtig nice. Ich schätze mal so über 90% von den Käufern und Verkäufern, die erlauben auch nur den Expresshandel. Also das ist fast schon ein Muss, dass man dieses Fido-Konto hat. Es gibt nur wenige, respektive die bieten dann halt die Coins für einen teureren Preis an, die eben auch SEPA-Lastschriften, also das normale E-Banking, erlauben, weil es einfach so zart ist. Also das Anlegen von dem neuen Fido-Bankkonto gehört meiner Meinung nach auch noch zu dem Registrieren quasi dazu. Also es ist halt wirklich ein langwieriges Ding, wenn man sich so auf einer Exchange richtig nice etablieren will, so mit den ganzen Features halt. Aber es ist auf jeden Fall noch immer besser meiner Meinung nach, als wenn man über Apps die Coins kauft, weil einfach die Gebühren im Vergleich viel, viel niedriger sind. Aber wie gesagt, das sind eben diese Challenges für jeden Einzelnen da draußen. Da muss jeder selbst durch. Identität bestätigen, die ganzen Daten abgeben, Bankkonten verknüpfen, da kriegt man dann ein paar Cent gesendet und alles Mögliche. Aber meiner Meinung nach ist es das vollkommen wert. Und im nächsten Video geht es dann darum, was macht ihr dann eigentlich am besten mit den Coins, wenn ihr sie gekauft habt? Wo solltet ihr sie am besten aufheben? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und wenn euch diese Tutorials für Anfänger gefallen, dann bitte liked das Video, kommentiert irgendeinen random Kommentar und folgt mir bitte auch auf YouTube. Dort gibt es nicht nur Playlists, sondern das ist auch ein Backup-Channel für meinen TikTok. Falls es mal weggebannt werden sollte, könnt ihr dort noch immer alle Videos finden. Und wollt ihr nice Altcoins finden, dann lasst das dumme Plus verschwinden.